Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig mittendrin, diesmal live aus dem Bundeswahlkreis Bayreuth-Forchheim. Und jetzt viel Spaß mit Hartmut Koschig. Ich stehe hier vor einem Bild von Mariano Rinaldi Goni, der zurzeit in der alten Malerei der Porzellanmanufaktur Walküre in Bayreuth ausstellt. Mariano Rinaldi Goni ist ein in Argentinien geborener, lange schon in Deutschland lebender und arbeitender Künstler, der sich ganz eindringlich mit dem Werk von Richard Wagner und der dahinterstehenden nordischen Mythologie auseinandergesetzt hat. 2006 hat er in Berlin in der Galerie Deschler, das ist die Galerie, die ihn betreut, eine Ausstellung gezeigt unter dem Titel Walküren. Katharina Wagner hat diese Ausstellung damals eröffnet. Die Bilder wurden in Breslau in der Jahrhunderthalle gezeigt, als erstmals nach dem Krieg ein gesamter Ring in Polen aufgeführt worden ist. Seit 2007 stellt Mariano Rinaldi Goni hier in Bayreuth aus, in der Orangerie am Neuen Schloss, im Neuen Rathaus, im Haus Wahnfried. 2008 folgte nach Walküren das Rheingold. Und in diesem Jahr hat er den Nornen eine Ausstellung hier in der alten Malerei, in der Porzellanmanufaktur Walküre gewidmet. Mariano Rinaldi Goni zeichnet sich aber nicht nur als Maler aus. Er versteht es, hervorragende Veranstaltungen rund um seine Ausstellung zu organisieren, Fragmente von Werken Richard Wagners, andere Künstler wie zum Beispiel Enrico Navrat, der Fotograf der Bayreuther Festspiele, hat sich auch dem Thema Nornen in mehreren Fotografien gewidmet. Wenn Sie mehr über das Wirken von Mariano Rinaldi Goni in dieser Festspielzeit 2009 in Bayreuth wissen wollen, er hat einen eigenen Internetauftritt, www.walkürenin-bayreuth.de, und hier finden Sie mehr über all das, was in dieser Festspielzeit 2009 von Mariano Rinaldi Goni und seinem Team in Bayreuth geboten wird. Wir sind hier in der Porzellanfabrik Walküre, Porzellanunternehmen seit 1899 hier am Fuße des Festspielhauses. Und jetzt haben wir eine Ausstellung vom Herrn Goni hier in unserer alten Dekormalerei. Die Verbundenheit einmal Walküre zur Kunst, Walküre natürlich auch zum Ausstellungsthema von Herrn Goni, der ja schon seit 2 Jahren hier tätig ist mit Walküre, Rheingold, jetzt die Nornen. Und es freut uns ganz besonders, dass er jetzt hier auf uns zugekommen ist, in unseren Räumen diese Ausstellung zu machen mit den Bildern zu den Nornen, den Fotografien von Herrn Navrat und jetzt auch seinen ersten Porzellanwerken, die er hier vor Ort gemalt hat. Und die Ausstellung wird sicherlich eine tolle Geschichte, auch mit den verschiedenen Performances, die geplant sind, und da freue ich mich drauf. Hier bin ich mit meinen Nornen in der Porzellanfabrik Walküre. Bin ich hier mit meinem Nornen Urt, Dardandi und Skuld.
Und ich freue mich sehr, diese Göttin nächste Woche hier in Bayreuth zu zeigen. Die Jana, die erste Norne, die Urs, die Tanz, die Celine, die Sängerin, die Brunhilde auch singt. Und Sarah, die Ballett tanzt und den Balkürenritt macht. Und hier auf der linken Seite sehen wir meine Lieblingsgöttin Gullveig. Und Gullveig ist für mich persönlich die allerbeste von allen Göttinnen, weil sie eine ganz besondere Rolle spielt in der Edda. Das heißt, wegen dieser Frau ist einem Krieg entstanden zwischen die zwei Geschlechter von Göttern, die Asen und die Vanen. Und die gingen aus mit Freundschaft zwischen die Götter. Die haben sich Geisel getauscht. Freya ist gegangen zu die Asen. Und dann hat Wotan die Kenntnisse über die Runen erlangt. Alles dies kann man hier in der Bilder schauen. Bei der Walküren. Nächste Woche komme ich mit meiner Band aus Berlin, Hududa Mukama. Und wir werden hier spielen die Walküre in 9 Minuten ungefähr. Die Walküre von Richard Wagner. In einer Mischung aus Klassik, Jazz und Heavy Metal. Und ja, freue mich darauf.